Die Jindawis stehen mal wieder in der Kritik. Das zweite Kind ist da und bekommt genau wie das Kind davor ein eigenes Video gewidmet. Neben den ganzen Glückwünschen gab es aber auch viel Kritik. Oder wie Nada auch sagen würde, viel Hass. Hass. Letzte Tage sehr viel Liebe von euch bekommen, aber ihr wisst, wie das dieser Typ ist. Auch sehr viel Hass. Er haut ins... Es ist wirklich... Ey, sorry, dass ich jetzt schon pausiere bei Sekunde 44. Saschka, sieh es mir bitte nach. Dieser Typ ist doch wirklich am Leben komplett vorbeigedriftet. Also wirklich, der hat nicht eine falsche Ausfahrt genommen, der fährt nicht mal auf der Straße, der fährt irgendwo durch den Urwald. Ich verstehe das nicht. Wirklich, ich wünsche niemandem was Schlechtes und dieses Video soll doch nicht beleidigen wegen, es ist 10:30, sorry, dass ich ein bisschen müde bin und vielleicht ein bisschen leicht gereizt, aber dieses Thema tangiert mich wirklich extrem. Aber falls ihr erstmal gar nicht wisst, worum es geht, das hier sind die Jindawis, das ist eine Influencer-Familie aus Berlin. Und die Jindawis haben ihr neues Kind erwartet, waren deswegen im Krankenhaus und Nada Jindawi hat dieses Video hier auf Instagram hochgeladen. Und diese Story von Nada Jindawi wurde auf TikToker gepostet, der größten deutschen Influencer-Newsseite auf Instagram. Und unter diesem Video kam dann eine Menge Kritik. Imagine, du liegst im Krankenhaus kurz vor der Geburt und dein Mann macht Insta-Stories. Die Vermarktung des Kindes fängt schon an, bevor es überhaupt auf der Welt ist. Und was soll das heißen? Warum muss man alles mitfilmen, Bro? Ich verstehe nicht, wie man in der Zeit noch dran denken kann, Videos zu machen und dann zu posten. Krank. Diese Kommentare haben Tausende von Likes. Und dementsprechend sind sie auch nicht an Nada Jindawi vorbeigegangen, weshalb er dann eine neue Story hochgeladen hat. Leute, wir haben die letzten Tage sehr viel Liebe von euch bekommen, aber ihr wisst, wie das Internet ist. Auch sehr viel Hass. Was auch normal ist irgendwo, du hast halt die Welt. Leute, wir haben gerade ganz andere Sorgen. Wir müssen mit Imani ins Kinderkrankenhaus. Die letzten Tage sind ein paar Sachen passiert, die wir jetzt unbedingt abklären müssen. Wir hoffen, dass nichts ist. Deshalb lasst mal euren Hass auf später, wenn wir ein bisschen stabiler sind. Okay, wo fange ich an? Ich bin ein stiller Zuschauer. Wenn ich was sehe, egal ob Instagram, TikTok oder YouTube, dann diskutiere ich da im allergrößten Falle mal mit meinen Freunden drüber. Oder mit meiner Familie oder mit meinem Manager oder I don't know. Dass ich einen Kommentar schreibe, passiert schon sehr selten. Außer die Kacke ist gehörig am Dampfen. Und die Kacke hier, die ist so übergekocht, dass ich einfach kommentiert habe. Ich habe dieses Video gesehen auf meiner Instagram For You Page oder Explore, keine Ahnung, wie die Scheiße heißt. Und ich dachte mir, ich muss da jetzt was drunter schreiben. Mir geht der ganze TikTok-Beef-Kindergarten echt am Arsch vorbei. Also da geht es um die ganzen anderen Beiträge, die sonst auf TikToker gepostet wurden. Das ist mir völlig egal. Aber Kinder im Netz zeigen und dann auch noch Geburten etc. promoten, ist absolut daneben. Und dann auch noch die zu 200% völlig berechtigte Kritik als Hass abstempeln. Ich kann das alles nicht mehr. Hoffe wirklich, dass das mit dem Krankenhausaufenthalt alles gut geht und wünsche niemandem was Schlechtes, aber wenn bald ein Imani muss ins Krankenhausvideo meinen Trends landet, falle ich wirklich vom Glauben ab. Wow, und was ist in den Trends gelandet? Imani schafft alles mit dem Kind auf dem Thumbnail im Krankenhaus, genauso wie ich es predicted habe. Ich bin einfach ein Orakel. Ich kann das alles nicht mehr. Ich bin langsam wirklich zu alt für diesen Scheiß. Es ist 22.31 Uhr, wo ich dieses Video hier gerade aufnehme. Hier, schau euch das an. 22.31 Uhr auf dem Dienstag. Und ich habe nichts Besseres zu tun, als mich um die Kinder von anderen Leuten zu kümmern. Und ey, da kamen Antworten auf meinen Kommentar, wo ich wirklich dachte, Alter, seid ihr wirklich gegen eine Wand gelaufen? Könnt ihr nicht weiter als 20 Zentimeter denken? Da schreiben dann wirklich Leute so Sachen drunter. Wir blenden euch jetzt hier nichts ein, weil ich nicht will, dass diese Leute dann irgendwie gemobbt werden oder was weiß ich. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich die Kinder hier zensiere im Video. Weil, also dass wir darüber ein Smiley drüber packen. Weil ich nicht will, dass durch mein Video die Kinder von den Jindawis irgendwann später in ihrer Schulzeit gemobbt werden, weil sie irgendwie dann irgendwie Bilder von denen sehen, wo sich dann Mitschüler denken, guck mal, das warst du, als du drei warst, da warst du halbnackt in der Badewanne. Oder, was ein Opfer, guck mal, du hast hier die Kinderkrankheit und bla bla. Dass Kinder dann gemobbt werden durch dieses Sharenting. Sharenting, übrigens so ein Boomer-Begriff. Ist eine Mischung aus Share und Parenting. Also, Share ja teilen und Parenting einfach Kinder erziehen. Erwachsene, pass auf ihre Kinder auf, keine Ahnung, was das ist, der Begriff. Sharenting, das ist schon ein Bundesregierung-Begriff, der ganze Krams. Ich hoffe auch wirklich, dass da an Gesetzen gearbeitet wird. Weil es kann doch nicht sein, dass ein Video von mir gesperrt wird auf TikTok von Sandra und mir, wo wir auf der Bühne einen Joke machen und es wird gesperrt, weil im Hintergrund eine Bierflasche erkannt wurde. Wir haben weder daraus getrunken, noch haben wir selber erkannt, dass das eine Bierflasche war. Deswegen wurde das Video gesperrt. Aber man kann keine Videos sperren, wo Kinder drin sind. Alter, jedes Video, wo ein Kind unter
weiß nicht, lass es 14 sein, was weiß ich, denkt euch ein Alter aus, sollte einfach gesperrt werden, sollte geblurrt werden, das Gesicht, oder was weiß ich, da muss es doch Algorithmen und Möglichkeiten geben. Boah, jetzt bin ich ja 17 Mal abgedriftet, aber trotzdem noch nicht so weit wie Nader Jindawi. Bro, er nennt berechtigt die Kritik Hass. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht wirklich. Ich habe es in meinem Kommentar geschrieben. Ich möchte niemandem etwas Böses wünschen, um Gottes Willen. Und ich glaube, das will niemand, der den Kommentar geschrieben hat. Es ist einfach Kritik und es ist berechtigte Kritik. Ja, wie finde ich denn jetzt den Faden wieder? Ich glaube, den habe ich komplett verloren. Unter diesem geposteten Kommentar von mir kamen dann Antworten, wie beispielsweise, ey, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Wo ich mir einfach nur so denke, was? Kinderschutz geht jeden etwas an. Und ich glaube, das verstehen die Jindawis auch nicht. Das ist kein Hass. Es geht jetzt auch nicht darum, dass ich mich irgendwie in deren Leben einmische. Oder was weiß ich. Also das ist ja so realitätsfern, wie die das alles sehen. Und ich glaube, die Jindawis, die sehen ja auch selber, ey, da kommt so viel Kritik, da muss ja was dran sein. Wir posten unsere Kinder einfach so im Netz. Aber die sehen halt auf der anderen Seite wahrscheinlich auch das ganze Geld, was sie damit verdienen. Dann sehen die einfach hierüber hinweg. Und das wollen die sich nicht eingestehen. Und das ist ja psychisch auch irgendwie nicht ganz okay. Ich meine, sorry, aber jeder Mensch mit zwei Augen sieht, dass das nicht gut ist für die Kinder. Die können ja nicht mal selbst entscheiden, ob die da jetzt irgendwie im Video stattfinden oder nicht. Das sind einfach Kinder. Kinder sollten geschützt werden. Und das jetzt wieder zurück um die Brücke oder den Kreis oder den Faden oder was auch immer ihr schließen wollt, zu dem Kommentar, der bei mir dann unter meinem Kommentar halt geschrieben wurde, boah, ist das verwirrend heute alles. Da wurde mir nämlich gesagt, ey, kümmere dich doch um deinen eigenen Scheiß. Lass sie doch einfach Eltern sein. Das sind nicht deine Kinder. Das ist deren Erziehung. Du kannst bei deinen Kindern machen, was du willst. Ja, okay, cool, hast recht. Aber wenn ich in Köln bei mir aus dem Fenster gucke und ich schaue gerade straight in die Wohnung von meinen Nachbarn und ich sehe da ein Kind, was irgendwie schlecht behandelt wird, was irgendwie gefilmt wird, was es vielleicht nicht weiß oder, was weiß ich, geschlagen wird, was weiß ich, keine Ahnung. Klar, das ist jetzt hier, da hoffe ich mal, nicht der Fall bei den Jindawis. Denke ich auch nicht, aber natürlich mischt man sich dann ein. Kinder können sich nicht wehren. Natürlich setzt man sich dann für die Kinder ein. Und ich glaube, die Jindawis sehen vor lauter Geld und Fame und Aufmerksamkeit nicht, dass ihre Kinder irgendwann mal erwachsen werden. Dass sie irgendwann mal in die Schule anfangen zu gehen. Dann eventuell gemobbt werden. Dass vor der Schule und vor den Spielplätzen die Jindawis jeden Tag in ihren Stories und Videos und so teilen. Und jeder, der mal in Berlin war, kann sich eins und eins zusammenziehen und weiß, wo die sich da immer aufhalten, in welchen Vierteln und was weiß ich was. Also sorry, dass ich mich hier so in Rage rede, aber ich finde das so unfassbar, dass die das einfach wirklich nicht verstehen. Und ich habe das Gefühl, nicht, dass ich mich dazu berufen fühle oder was weiß ich, aber dass diese ganze Kritik normal auf Social Media von Kommentarschreibern und von Saschka nicht ausreicht, um denen zu zeigen, ey, mach das bitte nicht mehr. Was ist denn, wenn es irgendwann soweit ist, dass Nader und Luisa heißt seine Frau, glaube ich, dass sie die Kinder abholen wollen im Kindergarten und dann sagt die Erzieherin, ja, die wurden schon von so einem anderen Typen abgeholt. Der meinte, er hatte mir das über euch gesagt und dies alles und die ganze Information, der wusste auch, wo ihr wohnt und hatte gesagt, er bringt die Kinder dahin und die Kinder meinen auch total happy und keine Ahnung was. Der hat diese ganze Information aus euren YouTube-Videos, die teilen ja ihr halbes Leben in ihren Vlogs. Dann kommt der Typ da an, hat vielleicht noch irgendwie Spielzeug für die Kinder oder weiß dann, was den Kindern gefällt oder sagt dann, ja, der Nader, der ist, hat das auch alles aus YouTube-Videos und holt die dann einfach da ab und entführt die Kinder. Und das alles nur, weil die diese Videos posten, weil die alles von sich teilen, weil die Geburten posten. Ich meine, das Kind, Nidal Jindawi heißt er ja hier. Guck mal, ich war nicht auf deren Profil. Wir haben, morgen kommt Baby Nidal. Wo ist Baby Nidal? Nidal kommt. Nidal sind aus wie Nader. Wann kommt Baby Nidal? Es ist unfassbar. Es kamen 5 Videos für diesen Menschen, bevor er geboren wurde. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Da wird ein Kind vermarktet, bevor es da ist. Oh, wow. Ey, Leute, es tut mir leid. Es sollte eigentlich eine Reaction hier drauf werden. Auf das Video, die fragwürdige Welt der Jindawis, wenn Kinder-Content sich besser klickt. Von Saschka. Und Saschka macht super Videos. Ich verlinke euch das ganze Video in der Beschreibung. Ihr könnt euch das gerne anschauen. Mir wurde das Video zugeschickt, weil mein Kommentar auch drin ist. Aber das... Heute war einfach wirklich ein Rage-Talk. Und das muss auch sein an dieser Stelle. Boah, oh mein Gott. Also wirklich, oh, mich gerade.
Paul, das komplett. Wir haben alle Kinderfotos hier heute irgendwie zensiert im Video. Es waren wahrscheinlich eine Menge und ich weiß, dass Tahir hier, mein Cutter vom Zweitkanal Tahir, ganz liebe Grüße. Ich nehme ihm dieses Video hier gerade um 20 vor 11 auf. Der wird das morgen früh noch irgendwie schneiden. Ich hoffe, dass er das alles gut hingekriegt hat, weil es ist ja eine Menge, was die Jindawis da teilen. Aber ich möchte einfach nur nochmal hier, auch auf YouTube in meiner Community, euch gegenüber dafür eingestehen und das einfach sagen. Bitte, wenn ihr Kinder-Content seht, supportet das nicht weiterhin. Es geht nicht darum, dass das nicht süß ist. Wir alle finden Babys süß, kleine Hundewelpen, was weiß ich alles. Aber was man gerade bei Kinder-Content, teilweise bei irgendwelchen Leuten, die plemplem in der Birne sind, irgendwelche pädophilen Idioten, anrichtet und was auf Webseiten geteilt wird und die Kinder können sich nicht dagegen wehren, die Eltern sehen teilweise vor lauter Klicks den Wald vor lauter Bäumen nicht, ignorieren dann irgendwie Kritik oder stempeln es wie Nada Jindawi als Hass ab. Wow, also wirklich, ich komme da nicht mehr hinterher. Das wird das letzte Mal was sein, dass ich was zu den Jindawis sage. Man kann es denen ja gefühlt nicht beibringen. Ich habe ja wie gesagt geschrieben, ey, wenn jetzt wieder so ein Imani muss ins Krankenhaus Video kommt, wenn er es wieder nicht gelernt hat nach der ganzen Kritik und so ein Video kam, also gefühlt schauen die einfach wirklich drüber hinweg, dann ist es einfach so, Kinderschutz ist meiner Ansicht nach, und deswegen habe ich auch den Kommentar geschrieben, eine Sache, die jeden etwas angehen sollte, die jeden zu interessieren haben sollte, weil sich Kinder eben nicht wehren und weil man sich dann auch als Außenstehender für die Kinder einsetzen sollte. Ich will mich nicht als Samariter sehen oder so, um Gottes Willen, aber ich denke mir, wenn die das nicht durch die Kommentare checken, dann vielleicht durch so ein Video. Und ich weiß, dass ihr das sehen werdet, Nada und Luisa. Bitte, nehmt das hier nicht als Hate auf oder als irgendwie Hass von mir oder was weiß ich. Es geht einfach um eure Kinder. Und ich glaube, ihr wollt nicht, dass da irgendwie was Schlimmes passiert. Und ihr, es gibt diesen Spruch, wenn du einmal die Tür aufmachst, kannst du nicht mehr kontrollieren, wer reinkommt. Oder irgendwie so geht das. Und das ist genau das, was sie machen. Die machen die Tür immer weiter auf. Und natürlich kommen eine Menge Leute, die sagen, oh, guck mal, voll süß und bla bla und ich mag das voll. Aber ganz hinten sind auch so ein paar Leute, die sich nichts Gutes dabei denken. Und ich hoffe wirklich, dass nichts Schlimmes passiert. Ich habe das ja, wie gesagt, auch schon in meinem Kommentar geschrieben. Aber es ist leider eine böse Welt, in der wir leben. Schützt eure Kinder. Ihr werdet von mir niemals irgendwie ein Foto sehen. Ich teile ja nicht mal meine Beziehung oder was weiß ich was alles hier auf. Oder also, ja, es ist auch egal. Es ist alles, es ist so irre. Sorry, es sollte wirklich eine Reaction werden, aber ich bin, vielleicht bin ich auch übermüdet oder was weiß ich und dann quatsche ich einfach drauf los. Aber es ist wirklich ein Thema, was mich einfach echt nervt. Und das ist kein expliziter Hate an die Jindawis, sondern auch an alle anderen, die das machen. Aber die machen es einfach im größten Stile auf YouTube. 5 Videos, bevor ein Mensch geboren wurde. Ey, ich komm nicht mehr klar.